Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Es waren einmal vier Mädels. Die sahen meine Videos, lernten sich in meinen Kommentaren kennen und freundeten sich an. Daraufhin bildeten sie eine WhatsApp-Gruppe und irgendwann überlegten sie sich, dass sie mich mal anschreiben wollten, mir das mitteilen wollten und mir ein Paket zukommen lassen wollen. Ja, nach langem Überreden haben sie es dann auch tatsächlich getan. Hier ist das Paket und ich bin wirklich super gespannt, was ihr mir da reingepackt habt. Ihr Verrückten, echt. Ja, und wenn auch du Bock drauf hast, dir dieses Video anzuschauen und mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich will sowas nicht, das sage ich immer wieder. Und mir wurde auch direkt in der E-Mail mitgeteilt, dass ich keine Chance habe, mich zu wehren. Ja, Widerstand ist zwecklos und ja, so kam es dann dazu, dass ich dann die Adresse der Packstation rausgegeben habe und ja, bitte, ich möchte sowas nicht irgendwie, dass irgendwer denkt, er müsste mir jetzt auch was schicken. Ich will das nicht. Ich will es wirklich nicht. Ich habe genug und ich brauche nichts. Mir hätte auch gereicht, wenn sie mir einfach eine liebe E-Mail geschrieben hätte und eine liebe Karte oder keine Ahnung. Keine Ahnung, mir reicht es, dass ihr da seid. Ich brauche jetzt nicht irgendwie... Ich fühle mich immer so schlecht. Das ist wirklich so. Ich habe gerade auch mega das schlechte Gewissen und weiß gar nicht, wie ich das immer so... Ich bin dann immer so... Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll und wie ich das dann machen soll. Das ist... Ihr bringt mich in eine sehr interessante Situation. Okay, Sammy guckt sich das Ganze auch ganz entspannt von der Seite aus an. Er hat sich da auf seine Decke gelegt und guckt mich strafend an. Und so nach dem Motto, ja Fräuchen, jetzt musst du aber hier, wenn ich hier liege, musst du mir aber auch Aufmerksamkeit geben. Ich habe eben unser Bett neu bezogen und der hat sich die ganze Zeit hinter mich gesetzt. Also er hat mir jetzt nicht dabei zugeguckt, sondern er hat sich wirklich 1A hinter meine Füße immer gesetzt. So, dass ich irgendwie gefühlt jedes Mal über ihn drüber geflogen bin. Okay, ich schweife ab. Ich habe hier eine Karte. Da steht mein Name drauf und da gucke ich doch mal rein. Oh mein Gott. Das ist eine schöne Glitzerkarte. Wer kennt noch von damals aus den Poesiealben diese Glitzerbildchen, die wir da reingeklebt haben? Das waren... Ups, hi Sammy. Das waren bei mir immer so Jungen und Mädchen, die ich da reingeklebt habe. Und irgendwann hatte ich auch mal so coole so Naturmotive und so total geil. Also die Karte ist schon mal richtig geil. Ich zeig sie nochmal. Voll schön. Viele Grüße steht hier drauf. Ein Schmetterling und das sind, glaube ich, Hortensien in einer Gießkanne. Ich schweife vom Thema ab. Okay, wow. 1, 2, 3, 4, 5. Es sind 6 Mädels sogar. Leute, habt ihr euch vermehrt? Ich dachte, es wären 4. Die Karte wurde übrigens schon geschrieben am 30.01.2020. Ich bin aber jetzt tatsächlich heute erst dazu gekommen, das auszupacken. Es tut mir voll leid, dass ich irgendwie das so lange nicht getan habe. Liebe Claudi, endlich ist es soweit. Unser Dankepäckchen hat dich erreicht. Wir haben dir etwas Wärmendes, etwas Süßes, etwas Nützliches, etwas Pflegendes, ein wenig Schminki und natürlich etwas für Sammy, Junge, mit ins Paket gepackt. Außerdem haben wir noch eine kleine Überraschung für dich. Mal schauen, ob du es erkennst. Ich bin echt gespannt. Danke für die vielen schönen Videos und danke für die Videos, die noch folgen werden. Du bist eine wundervolle, nette, lustige, ehrliche, schöne und sympathische Frau, die uns immer aufmuntern und den Tag versüßen kann. Bleib so, wie du bist. Wir wünschen dir von Herzen noch ganz viele Abonnenten. Dank dir sind wir schon 8 verrückte Mädels in der Claudi-Fangruppe. Boah, seid ihr geil! 8! Leute, ich raste aus. Ihr seid so geil. Es gibt eine Claudi-Fangruppe. Oh mein Gott! Ich muss unbedingt ganz schnell zu meinem Freund, dass er mich von meinem hohen Ross runterholt. Ah! Wow, dankeschön. Oh Mann, das ist echt voll schön. Oh Mann. Okay, gut. Ich lege die Karte hier hin, dass ich dann auch genau auf die verschiedenen Bereiche eingehen kann. Und, oh Mann, ich bin so gerührt, ey. So, als erstes nehme ich hier mal ein grünes Paket raus. Sammy stupst mich schon an. Ich habe meinen Namen gehört. Vielleicht ist da was für mich drin, hm? Okay, krass. Das riecht irgendwie schon ganz cool. Irgendwie so blumig, ne, Sammy? Ich habe hier auch eine Schere liegen für
Momente, wo ich sonst an Verpackung verzweifle. Willst du gleich auf meinem Schoß sitzen, Maus? Das ist echt geil. Es ist tatsächlich was für Sam. Und nein, das riecht definitiv nicht blumig. Wie geil. Real Nature. Wilderness. 100% Rind. Schon luftgetrocknet. Ich meine, der junge Mann, der tut immer so, als hätte er seit Jahrzehnten nichts mehr zu essen gehabt. Er hat gerade richtig fettes Abendbrot gehabt, ne? Ja, ich weiß es für dich. Ich stelle die Kamera gleich mal eben kurz ein bisschen runter und ich stelle den Karton mal runter. Und sonst fällt er mir wahrscheinlich noch runter bei meinem Geschick. Zack, da klappe ich die Kamera doch mal eben runter. Dies ist für Sammy eingetroffen. Dort sitzt Sammy und verfolgt das mit seinen Augen in jegliche Richtung. Eskalation, Eskalation. Oh, guck mal, das hängt sogar zusammen. Nein, wir trennen es. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Wirklich sehr natürlich. Also das finde ich auch echt cool. Riecht auch sehr lecker, Sammy. Es riecht sehr lecker. Möchtest du? Es hat ihm offensichtlich geschmeckt, denn er verlangt nach mehr. Okay, ein kleines bekommst du noch. Aber wie gesagt, Sammy, du hast eben schon was gegessen. Ne? Soll ich ihn gleich wieder wischen, ja? Er verteilt das hier wundervoll auf dem Boden und sabbert ein bisschen rum. Ist okay, ist okay. Also Sammy sagt gerade von Herzen Dankeschön. Ne, Maus, du sagst Dankeschön. Und ich sag auch Dankeschön. Ja, ich finde das immer schön, wenn Sammy halt auch so, ne, glücklich ist. Und er freut sich ganz offensichtlich gerade. Och, Mausi. Ja, ich kann dir jetzt aber nicht die ganze Tüte geben. Es tut mir leid. Einen kannst du noch haben. Na gut. Weil du bist. Das ist sogar ein Doppelding, weil das zusammenhängt. Oh, Jackpot. Kommen wir zum nächsten, was hier oben aufliegt. Und das sieht schon mal rosa aus. Das ist schon mal cool. Guck mal. Das ist richtig cooles Geschenkpapier. Ihr seid echt verrückt. Das ist die BH Cosmetics Zodiac Gemini Palette. Oh Mann, ihr seid so aufmerksam, verdammte Naht. Das ist mein Sternzeichen, ey. Ja, wer sie noch nicht kennt, so schaut sie von innen aus. Das sind einfach, in der Mitte hast du einen Highlighter und außen drum zu hast du schimmernde und matte Töne. Mir ist es ganz, ganz schwer gerade. Oh mein Gott. Ja, furchtbar. Ich swatch die einfach mal. Hier haben wir die Swatches und die sehen doch richtig cool aus. Ohne Witz. Das sind tatsächlich auch voll meine Farben, ne? Also wir haben hier eine Farbe, das ist so ein richtiges Moosgrün, würde ich es jetzt mal nennen. Das ist vollkommen in meinen Augen drin. Also ich habe grünbraune Augen. Das heißt, das wird eine Farbe sein, die auch richtig geil auf meinen Augen aussieht. Dieses Bräunliche, was wir hier haben, also die beiden zusammen, ne? Dieses Grün und dieses Braun, das sind voll meine Augen. Deswegen, ne? Dann den Highlighter, der ist einfach hammermäßig. Diesen Ton finde ich auch super spannend. Ich weiß gar nicht, ne? Das ist halt auch so ein Schimmerton. Richtig geil. Das Orange ist auch mal was ganz anderes. Das finde ich auch cool. Wow. Und die Pigmentierung von BH Cosmetics, darüber müssen wir gar nicht reden, ist Wahnsinn. Und ihr seid super aufmerksam. Und ihr seid so geil. Und danke. Er guckt mich an, als würde er gleich sterben. Frauchen, wenn ich nicht bald ein Leckerli kriege, dann geht es mit mir zu Ende. So geil. Also das ist jetzt schon wieder aufgegessen. Wo ist es hin? Mausi, ich habe dir gerade ein Leckerli gegeben. Ich habe nicht mal gehört, dass du gekaut hast. Ja, komm. Ich bin das inkonsequenteste Menschlein, was man so kennen kann. Ne? Es wird schon wieder eingeatmet. Wahnsinn. Und hier haben wir in dieser extrem coolen Verpackung die Glam & Doll von Catrice. Das ist so eine gute Mascara. Die passt da 1A rein. Das finde ich sehr cool gemacht. Shine bright like a diamond. Ja, das ist eine meiner absoluten Lieblingsmascaren, weil die echt klasse ist, ne? Das ist der Klassiker. Ich glaube, die müsste ich sogar noch im Backup hier haben, weil das tatsächlich so eine gute Mascara ist. Catrice Glam & Doll, das hat ein Gummibürstchen, die ist wirklich wasserfest und ich finde die super, super schön. Ich meine, wer kennt sie noch nicht, ne?
Die macht echt tolle Wimpern und die gefällt mir richtig, richtig gut. Vielen, 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 vielen Dank. Ich glaube, das ist das Warme, oder? Oh, Mahlzeit, Sammy. Übrigens, dieses Organza-Säckchen werde ich tatsächlich... Sammy, jetzt hast du... Du hast Lidschatten im Gesicht. Ich habe das geswatcht und jetzt hast du es voll im Gesicht. Wie siehst du denn aus? Du glitzerst wie eine Fee. Jetzt bist du da gelb unterm Auge. Und braun. Da, an der Nase. Da, komm her. Siehst du da? Jetzt voll in meine Swatches rein. Aber die halten immer noch. Masi, das geht so nicht. Du musst aufpassen. So. Genau. Ich wollte nur sagen, dieses richtig coole Organza-Säckchen, was außenrum zu ist, Sammy, schon wieder! Ich mache jetzt die Swatches ab. Du hast sie sonst gleich echt an der Nase. Du bist ein Wurm, du musst nicht immer dagegen. Ja! Mach Platz, Sitz oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall geht dieses wunderschöne Organza-Säckchen an die liebe Madeleine Pisula, die auch diese wunderschönen Ohrringe für mich gemacht hat. Denn sie hatte mir letztens mal geschrieben, dass wenn ich Organza-Säckchen überhabe, dass ich ihr die gerne sammeln und schicken könnte. Und das mache ich auch. Weil sie designt ja Schmuck und dann kann sie die Schmuckgeschichten von ihr immer da entsprechend reinmachen. Das ist sehr, sehr praktisch. So, was haben wir hier denn Feines? Oh, da ist noch was drin. Oh, geil, ja. Was ein geiler Nagellack. Von Astor. Was ist das für eine Farbe? Wo ist das? 46 Ultra Diamond. Boah, ist das geil. Guck mal, das ist so ein Grau mit so einem Goldschiff da drin. Ich habe ja nichts auf den Nägeln. Ich glaube, heute Abend mache ich mir den mal drauf. Den muss ich mir angucken. Der sieht geil aus. Dankeschön. Von Today eine Tuchmaske. Tuchmaske. Hat man das gesehen? Ich weiß es nicht. Sammy, was geht ab bei dir? Wie kann man da so verfressen sein? Eigentlich sollte man ihn nicht dafür belohnen, aber es ist so niedlich, oder? Ich kann nicht anders. Von Today. Eine Tuchmaske Aqua für jeden Hauttyp. Erfrischt die Haut mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Mega geil. Vielen, vielen Dank. Die werde ich heute Abend tatsächlich verwenden, weil ich aktuell sehr, sehr trockene Haut habe. Man sieht es jetzt nicht so unbedingt, aber ich habe sehr trockene und sehr unreine Haut. Ich habe jetzt eben einen Yes-Style Full Face geschminkt und die Foundation ist der Burner. Deswegen sieht meine Haut auch so fresh aus, aber sie ist eigentlich nicht so fresh. Das heißt, die wird verwendet. Danke. Mega. So, dann habe ich hier noch ein Säckchen drin und da sind ganz viele verschiedene Tees drin. Das feiere ich gerade sehr. Oh ja, grüner Tee, Zitrone. Nom. Amun ägyptischer Granatapfel mit Honig. Oh, das hört sich lecker an. Nochmal. Nochmal. Früchtetee-Mischung. Okay. Auch das immer sehr, sehr lecker. Und da ist ein Apfel drauf. Apfel ist ziemlich geil. Nom, nom, nom. Das wird heute Abend getrunken. Meine Herren, da habe ich echt heute Abend was vor, Sammy, ne? Hör auf rumzunölen. Ich möchte gucken, was das hier ist. Das ist ein Schal. Das ist einer von euch selber gestrickt. Guck mal, wie geil. Das finde ich ultra. Ohne Witz, ich habe so einen gestrickten Schal, der orange ist. So einen Loop-Schal. Und da habe ich letztens noch überlegt, ah, eigentlich bräuchte ich noch einen davon, weil der so schön warm ist. Und ne? Und jetzt habe ich hier noch einen. So cool. Boah, ist der geil. Der ist richtig schön warm. Oh. Und der passt gerade voll gut übrigens mit den Ohrringen. Oh, danke schön. Oh, das ist ein richtig toller Winterschal. Dankeschön. Hier habe ich was eingepackt in Luftpolsterfolie, in einen Bilderrahmen. Oh nein. Oh, ich raste aus. Oh, ist das cool. Dankeschön. Mega geil. Das ist das gelbe Kleid und das ist das Haarband, was ich dann hatte. Ach Mann! Danke. Voll geil. Wer kann denn so schön... Das ist voll schön gemalt. Mega. Oh, danke schön. Ich muss gleich holen. Oh Mann. Das finde ich echt cool. Wer ist N?
Nastasia. Danke, Nastasia. Das hast du cool gemalt. Dankeschön. Voll geil. Ich mach weiter. Ihr seid doch verrückt. Hier habe ich noch ein grünes Paket. Hier habe ich Masken drin von Miss Spa Radiance Gold Creme Mask mit 24 Karat Gold. Alter, Melli. Richly Hydrating to Leave Skin Glowing. Oh, sehr geil. Das ist eher sowas für morgens. Vielleicht mache ich mir die dann direkt morgen früh. Dann habe ich ein Glowy Face. Und weil also morgen werde ich dann auch noch ein paar Videos drehen, weil heute haben wir Samstag. Mega geil. Dankeschön. Von Yes2, das ist auch cool, denn ich hatte letztens, oder ich habe noch eine Maske von Yes2 da bei mir in der Sammlung, die ich auch letztens verwenden wollte, aber nicht gemacht habe, weil ich die so außergewöhnlich fand. Und jetzt habe ich eine zweite, das heißt, ich kann die verwenden. Das ist so eine dämliche Logik, die ich manchmal habe. Brightening for Dull and Uneven Skin mit Vitamin C Glow Boosting Peel Off Mask. Genau, richtig geil. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde diese Form auch von dieser Verpackung sehr, sehr außergewöhnlich. Vielen, vielen Dank. Und dann von Miss Spa Himalayan Salt Exfoliating Scrub. Gently exfoliates the dull surface layer of your skin to leave you feel to leave you feeling refreshed and renewed. Okay, also das scheint dann ein Gesichtspeeling zu sein. Cool. Genau, für eine Minute dann einmassieren und dann kannst du es ganz normal abwaschen und dann hast du wundervolles Gesichtshautgedöns. Dankeschön, das ist cool. Mit Himalaya-Seesalz, cool. Himalaya-Meersalz ist das für mehr, ne? Genau, ja. Oha, das ist ja schick. Guck mal, das ist eine Aloe Vera. Die Pflanze kann ich gerade leider nicht zuordnen. Hier haben wir eine Spitze. Oh. Cool. Cool. Das ist ein Halstuch. Ich liebe Halstücher. Ich trage es hier relativ selten, aber in meinem allgemeinen Leben und tatsächlich auch manchmal sogar im Sommer trage ich immer ein Halstuch. Hier trage ich das irgendwie nicht, weil ich finde, das sieht irgendwie so, ich weiß nicht, als wäre mir kalt aus. Aber mir ist hier nicht kalt. Mir ist hier immer sehr, sehr warm, weil die ganzen Kerzen und Lichter und so an sind. Und das hier ist ein Halstuch. Boah, ist das schön. Oh, das ist ein Tischläufer. Ich bin so ein Nerd, ey. So komisch, okay. Also, ich würde es auf jeden Fall als Halstuch, ehrlich gesagt, sogar tragen, ne? Aber wenn das ein Tischläufer ist und jemand, der weiß, dass es ein Tischläufer ist und sieht, dass ich damit rumlaufe, lacht mich dann vielleicht aus und das ist dann etwas peinlich, dann schreibt mir das bitte, ob das ein Tischläufer ist oder ob das ein Halstuch ist. Genau, also, das ist halt so ein Altrosa und dann hast du hier Spitze drauf und, cool, dann hast du hier so diese Nähte. Deswegen, ich finde das eigentlich voll schön. Also ohne Witz, ich würde es so tragen. Aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich habe mir einen Tischläufer umgelegt, ne? Das ist natürlich peinlich. Aber ich finde das voll schön. Guck mal. Ne? Ich liebe Halstücher. Ich liebe solche Schals und Loops und, oh, und solche warmen Viecher. Voll cool. Dankeschön. Voll fesch. Ich finde, da habt ihr auch gut, ne? Das passt. Wenn es jetzt ein Tischläufer ist, ist es peinlich. Aber wenn es ein Halstuch ist, dann passt das. Und ich glaube, ich trage das auch als Halstuch. Ganz egal, ob das jetzt ein Tischläufer ist oder nicht, oder? Jo. Mach ich jetzt einfach, zack. Weil ich es schön finde. Ich habe letztens erst eins von mir aussortieren müssen, weil das halt kaputt gerissen ist. Ich bin da halt leider ein bisschen patjackelig immer unterwegs. Aber das gefällt mir. Dankeschön. Ist voll, voll schön. Ich lasse es um. Hier haben wir auch wieder Blätter drauf. Ja, ich bin auch ein Naturmensch tatsächlich. Ich habe ja meinen großen Garten draußen und im Sommer bin ich auch immer draußen. Jetzt aktuell bin ich nicht mehr so viel im Garten. Das Einzige, was ich draußen mache, ist halt so ein bisschen Gartenpflege, dass ich halt gucke, dass alles soweit, ne, safe ist. Dann sammeln wir immer unseren Kaffeebröt aus der Kaffeemaschine und den verteile ich so unter den Hecken oder halt im Beet und so. Das ist ein super Dünger. Ja, der kleine Mann darf gleich nochmal reinkommen, denn ich habe hier noch was für ihn. Ich habe den eben rausgeschickt, weil er mir echt halb auf den Schoß gesprungen. Er sitzt auch schon wieder vor der Tür und wartet. Okay, das sind von 8 in 1 die Filets Proactive Premium Hähnchensnack, angereichert mit Glucosamin und Chondro... Ich kann es nicht aussprechen. Unterstützt die Mobilität. Das ist cool. Ne? Das ist echt cool.
Man beachte übrigens diese großartige Leggings, die ich trage, ne? Das ist immer so das, was man so drunter trägt. Ach, Mausi. Gut, wir fressen ein Stück. Riecht gut. Die schauen übrigens so aus. Ich glaube, die hat das Sammy auch mal im Adventskalender mit drin. Kann das wohl sein, Maus? Chicken Snack. Ich habe hier hinten übrigens eine neue Aufbewahrungsart und zwar sind in diesen Kästen hier meine Lidschattenpaletten drin. Nur mal so, falls ihr irgendwie euch fragt, warum da was anderes ist. Ich habe ein bisschen umdisponiert hier. Ich wollte alles bei mir haben. So, einer noch und dann ist auch genug, ne Maus? Ja. Erstmal. Ja, Sammy sagt wieder von Herzen Danke. Ne Maus, du sagst Dankeschön, du bist ja auch ein gut erzogener Hund. Aber jetzt nicht mehr quengeln. Hier habe ich das nächste drin und das sind Weidekätzchen. Oh, ich liebe Weidekätzchen. Ein Buch. Das ist was für einen Sommer in der Hängematte, Leute. Nina George, das Lavendelzimmer, ein Roman. Das ist ja cool. Ich liebe Bücher. Wir sind auch, glaube ich, eins der wenigen Pärchen oder einer der wenigen Haushalte, würde ich mal so sagen, die wirklich noch so klassische Bücherregale bei sich stehen haben. Also wir haben bei uns im Büro, Durchgangszimmer, wie auch immer, ich lasse mal kurz Sammy raus, auf jeden Fall, haben wir bei uns tatsächlich so Billigregale mit Türen davor und oben drauf, also die oberen drei Etagen sind Vitrinen und da haben wir dann ganz außen alles voll mit Büchern und oh, ich liebe es. Ich liebe Bücher. Ich mag nicht so gerne dass du auf dem Tablet liest oder so. Ne? Ich möchte wirklich ein Buch haben. So schön, weil ich liebe erstmal das hier. Druckerschwärze ist voll meins. Ich liebe es, ein Buch in der Hand zu halten und zu lesen. So, dann gucken wir mal, worum dieses Buch geht. Ein Roman über die Macht der Bücher, die Liebe und die Magie des südlichen Lichts. Okay. Er weiß genau, welches Buch welche Krankheit der Seele lindert. Der Buchhändler Jean Perdu, heißt der so, verkauft auf seinem Bücherschiff Pharmacie Littéraire, genau, eine literarische Apotheke, Romane, bin ich voll im Französisch drin. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle den Satz vergessen. Ich fange nochmal an. Der Buchhändler Jean Perdu verkauft auf seinem Bücherschiff Pharmacie Littéraire Romane wie Medizin fürs Leben. Nur sich selbst weiß er nicht zu heilen. Seit jener Nacht vor 21 Jahren, als die schöne Provenzalin Magnon ging. Während er schlief. Sie ließ nichts zurück außer einem Brief, den Perdu nie zu lesen wagte, bis zu diesem Sommer. Ich wäre viel zu neugierig, ich hätte ihn schon längst gelesen. Dem Sommer, der alles verändert und Monsieur Perdu aus der kleinen Rue Montagnard auf eine Reise in die Erinnerung führt, in das Herz der Provence und zurück ins Leben. Sehr gespannt bin ich darauf. Das finde ich cool. Oh, ich mag sowas. Dankeschön. So ein richtiger französischer Roman, ne? Ich mag das richtig gerne. Ein bisschen Me-Time, Dankeschön. Gott, da ist so viel drin, Leute. Ihr seid wahnsinnig, wirklich. So, hier habe ich etwas, das aussieht wie verwelkter Löwenzahn und Efeu. Keine Ahnung, die Pflanze kenne ich nicht. Ich habe zwar einen grünen Daumen, aber manchmal... Ja, ich liebe Lavendel. Wir haben vor unserem Haus auch ganz viele Lavendelfelder. Also nicht Felder, sondern so Lavendelregionen, sage ich mal. Also wir haben ein riesengroßes Vorbeet und auf einer Fläche, die, keine Ahnung wie groß ist, riesig, haben wir so ganz viele Lavendelpflanzen stehen, was halt super für Bienen ist und für Hummeln. Hummeln lieben das, ne? Und im Sommer und im Frühling, das ist immer voll mit Insekten. Das ist so, so schön. Und ja, ne? Ich liebe auch den Duft total.
von Nina George, das Lavendelzimmer, die schönsten Zitate aus dem Bestseller auf 24 Postkarten. Wie geil, ich liebe sowas ja total, ne? Ich bin ja voll so ein Fan von solchen Spruchkarten. Jeder, der schon mal irgendwie von mir ein Päckchen bekommen hat, was ich halt von zu Hause losgeschickt habe und nicht jetzt irgendwie direkt von den Boxen versendet wurde, also von den Kooperationsmenschen, ist tatsächlich dann mit einer Postkarte gewesen, wo halt ein schöner Spruch drauf stand, ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal oft so bei den Tauschpaketen und so gesehen. Geliebt wird der, der liebt zum Beispiel. Oh, es ist schön. Das sind richtig schöne Postkarten. Mega geil. Vielen, vielen Dank. Das werde ich bei mir ins Büro stellen, denn ich habe da auf so einem Kabelkanal ganz viel verschiedene Sprüchekalender von mir stehen und ganz viel Deko und so. Und es passt einfach. Dankeschön. Und ein Stückchen von der Arbeit habe ich auch mit nach Hause genommen, weil das habe ich von einer Kollegin von mir bekommen. Ich versuche echt die ganze Zeit herauszufinden, was das für verschiedene Pflanzen sind, ne? Ich glaube, das sind Knallerbsen. Die sieht man jetzt ja auch überall in den Sträuchern. Das haben wir als Kinder immer abgenommen. Soll man ja eigentlich nicht, ne? Die heißen auch, glaube ich, gar nicht Knallerbsen. Die heißen ganz anders. Aber die haben wir von den Sträuchern abgenommen und dann haben wir da drauf getreten und als Puff gemacht. Haben wir immer total gefeiert. Und letztens bin ich... Ich laufe immer bei uns auf der Arbeit, wenn ich mit der Fahrgemeinschaft fahre, von dem einen Teil der Firma zum anderen. Und dann laufe ich am Kanal entlang, der bei uns ist. Das hast du wahrscheinlich auch schon mal bei Instagram in meiner Story gesehen. Da habe ich schon mal von der Mittagspause so Fotos gepostet oder so, wo halt Wasser in der Nähe ist. Und das ist halt der Kanal. Und da ist tatsächlich auf dem Weg, wo ich so gehe, ein Knallerbsenstrauch. Und ich, jedes Mal denke ich drüber nach. Eigentlich müsste ich da mal wieder, ne? Kind sein. Hier habe ich von Kerzilein, voll schön, seit 2011 etwas drin. Das ist Alltagsheldin Pink, Flämmchen. Wie geil. Ja, kommt hier auf meinen Kerzenständer, ne, wenn die nächste ausgebrannt ist. Richtig cool. Dankeschön. Ich stehe auf Kerzen. Nicht die Finger verbrennen. Brennende Kerzen nie ohne Aufsicht lassen. Kerze außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufstellen. Abstand zwischen brennenden Kerzen lassen. Kerzen nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen abbrennen. Habt ihr das da extra mit reingemacht? Ich habe ja schon das ein oder andere hier hinten mal abgefackelt. Aber ja, ihr habt vollkommen recht. Übrigens, jede Kerze besteht aus 100% hochwertigem Paraffin. Daher brennen sie gleichmäßig ab und rußen nicht. Sehr gut. Das mit dem Rußen hatte ich tatsächlich auch schon mal bei uns im Badezimmer. Seitdem zünde ich bei uns im Badezimmer keine Kerzen mehr an. Richtig, richtig geil. Vielen Dank. Hier würde ich tatsächlich auf Kirschblüten tippen. Oder auf irgendwelche Beeren. Oh, yum. Von Kappa. A Bag of Your My Time Bio-Chai-Gewürztee. Oh, geil. Da haben wir ganz viele von drin. Oh. Dankeschön. Oh. Boah, ich liebe Tee. Gerade jetzt, ich brauche Tee. Ich brauche gleich auch einen Tee. Dann haben wir hier. Loslassen. 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 Etwas sehr Großes in einem ziemlich coolen Geschenkpapier mit so Blumis drauf. Boah, da kommt ein Duft raus, Leute. Just Dessert bei Party Light Scented Candy Trio. Oh, geil. Duftkerzen. Oh, jetzt habe ich den Lippenstift dran. Oh, das riecht schon mal so geil von außen. Oh, ich will das aufmachen. Das sieht witzig aus. Das habe ich ja noch nie gesehen. So ein Donut, um den Duft zu schützen. Leute, das ist der Wahnsinn, den Typen. Okay, wir haben hier ein Candy-Trio. Die erste Kerze ist diese hier. Das ist so eine Zweifachkerze, die oben anders ist als unten. Und oben hat die so ein bisschen was waldig-süßes. Was sollst du sein? Lemon-Lime-Macaron. Ja, Lemon-Lime ist dann wahrscheinlich unten und Macaron, also quasi, ja, Macarons, ne? Das sind doch diese Essdinger. Macarons halt. Nichts mit Wald. Aber riecht gut. Oh, geil. Dankeschön. Das Hintergrund und so, ne? Weißt du Bescheid? Mega geil. Quatsch. Das kommt hier wieder mit rein. So. Das Duft, wie ist das? Geilste, was ich je gesehen habe. Echt. Ja, hier haben wir eine orangene. Eine gelb-orangene. Das ist Pineapple Upside Down Cake. Ja, Upside Down ist halt, ne? Das riecht man, das riecht gut. Marshmallow and Peppermint. Ja, das ist mal eine Kombination, oder? Pfefferminz-Marshmallow. Boah, das riecht aber gut.
Hat aber so echt was für Erkältungszeit, ne? Ich muss die ganze Zeit mit diesem Ding spielen. Ich habe einen neuen Ring. Das ist großartig. Geil. Dankeschön. Eine Brigitte-Box habe ich bekommen. Oh Gott, ihr seid so geil. Wirklich manchmal auf euch verfressen? Das ist wundervoll, Leute. Ohne Scheiß. Tuck. Ich liebe Tuck zu essen und das dann so in Frischkäse mit Kräutern rein zu dippen. Mega geil. Kann ich nur empfehlen. Und mega. Tuck und Lou. Richtig geil. Lou ist, glaube ich, die salzfreie Variante. Weiß ich nicht. Ne, ist auf jeden Fall Tuck. Das exquisite, oh süß, Schokoherzen. Oh, wenn ich das meiner Kollegin sage. Die steht voll auf belgische Pralinen. Fein gefüllte belgische Pralinen mit Vollmilch. Oh, feinherb Pralinengenuss. Oh, ich glaube, die nehme ich Montag wirklich mit auf die Arbeit und mache sie glücklich. Ich glaube, da feiern wir dann zusammen eine Party. Oh, ist das so geil. Alnatura Dinkel Doppelkeks. Oh, das ist mal ein bisschen was Gesundes. Jedenfalls wirkt es auf den ersten Blick so. Kommt aber auch mit zur Arbeit, weil da brauche ich sowas ganz viel. Die sind super lecker. Das sind die Enerbio Joghurt-Reiswaffeln mit weißer Schokolade. Ich liebe weiße Schokolade. Oh mein Gott, das ist so lecker, danke. Ich kriege hier gerade voll den Wassermund, ey. Und von King's Crown Früchtetee Hibiscus and Lemon. Tee, Leute, richtig gut. Tee ist gut. Hibiskus mag ich vom Duft übrigens auch sehr gerne. Oh, geil. Und dann haben wir hier von das exquisite, feinste Confiserie-Pralinen. Die essen mein Freund und ich heute Abend. Das ist ja edel verpackt, ne? Sehr schön. Ich habe meinen ganzen Tisch vollstehen mit wundervollen Sachen, die ich gleich alle schön reinsortieren darf in meine Sammlung. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo ich den hinstellen soll. Ihr macht mich total verlegen. Vielen, vielen Dank. Es freut mich von Herzen, dass ich mit meinen Videos halt Leute zusammenbringen kann und dass ich einfach merke, okay, es bringt was ich hier mache. Es ist nicht nur, dass ich einfach nur Produkte in die Kamera zeige und dass ich hier mich nur schminke oder irgendwie Oberflächlichkeit oder sonst irgendwas, ja, was manche sagen, vermittel, sondern dass man halt auch irgendwie so zwischen den Zeilen liest. Und das finde ich so toll und das rührt mich und das finde ich klasse von euch. Dankeschön. Genau. Denn dieser Kanal ist ja nicht nur dazu da, um halt irgendwie sich Kram ins Gesicht zu klatschen, sondern halt auch einfach, um einfach mal dem einen oder anderen ein Lächeln ins Gesicht zu bringen. Und ich fange da ja an zu heulen. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich pack die Sachen jetzt weg und bin ganz verlegen. Ich bedanke mich von Herzen. Und es wäre nicht nötig gewesen, aber es freut mich ultra, dass ihr es doch gemacht habt, weil das so geil ist. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle aus diesem Video. Ich kann solche Videos überhaupt nicht richtig beenden, weil ich da halt auch nicht irgendwie sagen kann, hey, lass dem Video einen Daumen nach oben da und so weiter, weil irgendwie... Im Prinzip ist dieses Video ja nicht irgendwie, damit ich jetzt Views oder Likes oder sonst was kriege oder Aufmerksamkeit, sondern um euch halt meine Reaktion zu zeigen und um euch einfach mal Danke zu sagen. So, dafür ist das Video nämlich jetzt da gewesen. Dankeschön. So, ich wünsche euch aber allen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es euch ganz einfach gut gehen. Fühlt euch ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu meinen Tauschpaketen, hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Lasst es euch allen ganz einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!